Ich soll mich vorstellen. Ich bitte darum. Ja, ihr wisst doch, wer ich bin, oder wie? Ja, okay, also ich kann alles, was wollt ihr wissen von mir? Ich bin Jahrgang 1928. Das ist der große österreichische, damals haben sie gesagt, Revoluzzer-Jahrgang. Da war der Hundertwasser, der Hrdlička, Hundertwasser, Hrdlička. Wir waren da noch dabei. Der Beichel, der Quaitinger. Wir waren der Jahrgang 28. Und ich bin Wiener, im zweiten Bezirk geboren, bin in die Gewerbeschule gegangen während des Krieges in Mödling, nach dem Krieg fertig gemacht in Linz. Dann bin ich gegangen zu Clemens Holzmeister und die Akademie. Du bist sowohl Architekt als auch Karikaturist. So ist es. Welche Rolle spielt das Zeichnen in deinem Leben? Na, das Zeichnen ist mein Leben. Wenn ich nicht jetzt, sehe ich sehr schlecht. Weißt, ich bin ja jetzt, ich habe Makuladegeneration. Und jetzt höre ich auf dieses Jahr mit der Hieronymus-Karikatur, weil das mache ich jetzt 60 Jahre für die Presse. Die erste Karikatur war der Julius Raab. Ja, war großartig für mich die Zeit. Ich bin ja ein politisch Interessierter. Dann habe ich viele Wettbewerbe gewonnen, bin international bekannt geworden durch meine ORF-Studios in den Bundesländern. Kennt ihr die? Ja, na gut. Und ja, das ist der Beichel. Fühlst du dich in der Rolle als Architekt wohler oder fühlst du dich wohler als Karikaturist? Also ich fühle mich wohl als Gustav Beichel. So fängt es einmal an. Und nachdem ich irgendwie ein fantasiereicher Typ bin, mache ich alles, was mir Spaß macht. Und was mir nicht Spaß macht, mache ich nicht. Daher habe ich viele Architekturaufträge, als ich jung war. Zum Beispiel dieses Haus war mein erster Architekturauftrag. Niemand wollte von mir Architektur. 1960, 62. Und da habe ich mir dieses Haus gebaut für meine Familie. Ja, und wohlfühlen, das tue ich mich ja mit mir selbst, weil ich fantasiereich bin. Ich glaube, ich bin sehr kreativ. Und was rauskommt, weiß man ja. Kann Architektur humorvoll sein? Muss. Architektur ohne Humor ist eine langweilige Architektur. Ich bin ja gegen die Kistenbauer. Die bauen irgendeine Kisten, gerade so wie es kommt, vom Papier her, und glauben, da haben sie schon Architektur gemacht. Das stimmt nicht. Jedes Haus hat irgendwie nicht nur interessante Zonen, sondern auch sinnliche Ecken, Wände oder wie auch immer. Das muss sein. Außerdem, ich bin einer, der von vornherein immer das Humorvolle, das Humorige, das Leichte pflegt und liebt. Sieht man ja bei all meinen Bauten, die sind ja dadurch bekannt geworden. Verliert die Handskizze heute an Bedeutung, wenn man irgendwie ein computergeneriertes Bild stattdessen verwendet? Die Handskizze ist ja die Krücke für den Architekten oder der Handlauf für den Architekten. Warum ist die Computerzeichnung für den Architekten? Also Computer möchte ich nicht verteufeln, das ist ja Blödsinn, weil es ist ein Werkzeug, das sich der Architekt bedienen muss. Aber die Skizze und die Zeichnung im Entwurf hilft ja sehr viel. Das kann der Computer nicht. Er kann nicht fantasiereich sein und kreativ sowieso nicht. Und jetzt ist es so, wenn ich einen Entwurf mache, vom Papier her, egal was die Aufgabe ist, ob das ein Hotel ist oder ein Museum, die Kulturbauten sind ja meins, das ist, liebe ich ja über alles, und in Deutschland gibt es ja viele, ja, in Frankfurt. Und jetzt die Erläuterung, warum die Skizze so wichtig ist, die Zeichnung. Weil wenn ich etwas zeichne, leitet mich ja das Zeichnen zu einem Ergebnis. Und jetzt ist es möglich,
dass während ich skizziere oder während ich etwas zeichne, kann ich ja einen Irrweg machen, kann ich ja irgendetwas, was mir später nicht gefällt oder so, und kann es ändern sofort. Das hilft mir, die Skizze. Entweder ich schmeiß weg oder ich zeichne es um. Das kann ja alles der Computer nicht. Am Computer muss man irgendwo drauf drücken, das ist die Mausklick-Generation. Die drücken irgendwo drauf und dann kommt was raus und das müssen sie entweder nehmen oder nicht nehmen und kann ein Irrläufer sein. Das gibt es in der Skizze nicht, weil die Skizze ist lebendig und ist persönlich. Das heißt, ein Architekt muss individuell sein, muss persönlich sein. Und das kann man nachprüfen in der Geschichte der Architektur, auch der modernen Architektur. Das der Mies van der Rohe war, oder der Le Corbusier, ich möchte die nicht alle aufzählen, oder der Alvar Aalto. Das waren alle Persönlichkeiten und individuelle, persönliche Entwürfe und Architekturen. Es ist also toll, dass es doch junge Architekten gibt, die noch zeichnen, aber wenig. Die meisten setzen sich hin vor irgendeinem Kastel und kaufen ein, so ein Programm oder wie das heißt, und dann machen sie halt und fangen sie an. Und das ist in der Skizze oder in der Handzeichnung eben nicht der Fall. Die muss individuell sein. Wenn ich was zeichne und wenn ich etwas baue, dann muss es ein Beichel sein. Welche Tipps würdest du Architekturstudierenden geben? Also, das ist einfach. Fleißig sein, habe ich schon gesagt. Das ist keine Kokette. Das muss sein in Architektur. Der Briefträger braucht nicht fleißig sein. Der muss gehen, einwerfen und es ist in Ordnung. Der Bäcker muss schon fleißig sein. Er muss früh aufstehen und was machen, weil da ist schon was dabei, was er formen muss und machen muss oder so. Also Fleiß, dann Haltung und Geschichte studieren, Baugeschichte genauso wie politische Geschichte. Man muss ein politisch denkender Mensch sein, weil die Architektur verändert ja oder beeinflusst ja die Politik. Das ist ja unbestritten. Daher gibt es jetzt eigentlich wenig gute Architektur, aber es gibt besonders in Wien oder in Österreich viele talentierte, gute Architekten, junge, die schon alle meine Enkel sein könnten. Das ist eine andere Generation. Aber gibt es gute Burschen. Ich kenne viele persönlich, nicht nur meine Schüler, auch die Schüler vom Hans, vom Hollein, die Schüler vom Holzbauer, die machen sehr gute Sachen auch. Ne? Sehr schön. Ja, das ist wichtig für einen Architekten. Da muss er sich natürlich bilden, fachlich, wirtschaftlich, muss er sich bilden. Für mich ist Architektur auf den einfachen Nenner zu bringen. Für mich ist Architektur Funktion, Material, Form, Farbe und Licht. Und wenn diese fünf Sachen gut behandelt werden von einem Architekten oder Jungarchitekten, macht er gute Architektur und wird auch Erfolg haben. Wenn in einem, zum Beispiel in der Form, er modisch ist oder ist ein Fehler, ist schlecht. Und das Wichtige ist, konsequent eine Haltung haben. Und einige Architekten heute, junge, die eben individuell sind und die fleißig an ihrer Haltung arbeiten, machen auch gute Architektur und die werden entweder bekannt oder verdienen viel Geld.